wir fangen in C-Moll wieder an, wir verlassen F-Moll, ne? Wir gehen wieder nach C-Moll, in die traurige Tonart, nicht in die Verzweiflung. Bam, bam, das beschreibt Bachs Schüler Kirnberger als wehmütig. Bam, bam, bim, diese kleine Sekunde abwärts beschreibt er als angenehm. Tim, jetzt kommt die kleine Sechste runter. Bum, das wird beschrieben als sehr niedergeschlagen. Also wehmütig, angenehm, niedergeschlagen, da kommt traurig, wieder wehmütig und angenehm. Das ist eine unglaubliche Melange an Gefühlen. Tam, pam, pim, pam, pam, tim. Das ist nochmal eine Reflexion, was ihr irgendwie aus eurem Gemütsleben, was ihr mitgekriegt habt über die Situation, noch vom vorigen Tag mitbringt. Und ihr wollt daraus pam, 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 pam. Und ihr seid noch so quasi so unten, die noch, es war aber schwer gestern. Und ihr sagt, nee, lass uns mal aufbrechen, was Neues machen. Ne? Wollen wir das mal anfangen? Die zweiten Geigen und die Bratschen sind noch mehr auf der Bassseite und ihr wollt versuchen, was Neues zu machen aus dem Tag. Ne? Das ist noch ganz früh morgens, es ist eigentlich noch dunkel oder gerade die Sonne mag jetzt aufgehen, aber die geht erst nach unserem Konzert auf. Aber wir sind in so einer Stimmung und tasten uns in eine neue Welt rein. Das bleibt traurig, aber es hat Visionen einer zu verändernden Welt. Eins, zwei. In unserem letzten Film haben wir ausführlich darüber gesprochen, was der Instrumentenbau und was die Frage nach den Stimmungen für Konsequenzen hat für die Interpretation alter Musik. Jetzt geht es darum, welche Bedeutung haben eigentlich Intervalle und Tonarten? Darum die Frage an Gerhard. Du hast im Film ganz ausführlich über F-Moll gesprochen, über C-Moll gesprochen. Die Frage ist, muss das eigentlich alles ein Musiker wissen? Es wäre wünschenswert, davon etwas zu wissen. Es setzt aber voraus, dass es auch ein Stimmungssystem ist, was nicht ganz gleichmäßig ist. Wenn man chromatisch gleich stimmt, kann man keinen Unterschied einer Tonart hören, dann ist nur Transposition. Das wurde auch schon im 18. Jahrhundert als Kritik, zum Beispiel von Heinichen, gesagt. Aber Matteson hat 1713 in einem Buch, was sehr spannend ist, weil er schreibt, das neu eröffnete Orchester, er versucht eine neue Vision von Ensemble und Musik an sich zu zeigen. Und er beschreibt dort den seelischen Charakter der Tonarten. Er zitiert zum Teil auch noch antike Autoren. Wenn wir dann spätere Quellen über Tonarten auch anschauen und schauen, was zu allen Zeiten darüber geschrieben wurde, ist das ein heilloses Chaos an Charakterisierung. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Kontext. Wir müssen gucken, passt der Matteson zu dem Komponisten? Vivaldi hat Matteson sicher nicht gekannt und hat sicher auch die Quelle nicht gekannt. Wenn es dann trotzdem zutrifft, dann liegt das irgendwie in der Luft, dass das passt. Bei anderen Komponisten, zum Beispiel Händel, würde ich nie mit Matteson zusammenlesen, der fand das doof. Aber Bach hat massiv damit gearbeitet. Das sind oft die Beschreibungen von Matteson ein Schlüssel für die Erklärung der Stücke. So nahegehend, dass man berührt davon ist. Wenn wir jetzt unser Vivaldi-Konzert nehmen, wo die Tonart C-Moll im ersten und dritten Satz vorherrscht, da schreibt Matteson im neu eröffneten Orchester, C-Moll ist ein überaus lieblicher, dabei auch trister, also trauriger Ton, mit Ton meint er Tonart, weil aber die erste Qualität ganz zu sehr bei ihm prävalieren, also vorherrschen will, und man auch des Süßen leicht überdrüssig werden kann, so ist nicht übel getan, wenn man dasselbe durch ein etwas munteres oder ebenträchtiges Mouvement ein wenig mehr zu beleben trachtet, sonst mögte einer bei seiner Gelindigkeit leicht schläfrig werden. Soll es aber eine Pièce sein, die den Schlaf befördern muss, so kann man diese Remark sparen und natürlicherweise bald zum Zweck gelangen. Das war mein Ansatz, dass ich zu dem Orchester sagte, wir haben hier C-Moll, eine Tonart, die traurig ist und den Schlaf befördert. Und es wäre die Frage, hat das vielleicht wirklich auch etwas damit zu tun? Das müssten wir jetzt erstmal untersuchen, ob das zu dem Stück passt. Aber das war schon mal ein fragender Ansatz. Und würdest du sagen, es passt zu dem Stück? Ja, meistens sind die mittleren Sätze die wichtigste musikalische Information oder auch seelische Information. Und dieser mittlere Satz beginnt mit so einer dramatischen Einleitung. Und allerdings in F-Moll. In F-Moll, ja, das nimmt Matteson, um das noch dramatischer zu machen. Vielleicht lesen wir das erst vor und reden dann darüber.
F-Moll ist übrigens auch eine Charakterbeschreibung, die zu allen Zeiten bei allen Musikern ähnlich vorkommt. Das ist bei den anderen Tonarten oft nicht so. F-Moll scheinet eine gelinde und gelassene, wiewohl dabei tiefe und schwere, mit etwas Verzweiflung vergesellschaftete, tödliche Herzensangst vorzustellen und ist über die Maßen beweglich. Er sagt immer Tonarten als männlich, der Ton, er drücket eine schwarze, hilflose Melancholie schön aus und will dem Zuhörer bisweilen ein Grauen oder einen Schauder verursachen. Und können wir das in den ersten Takten feststellen? Ich finde ja. Eigentlich wird das nie so gespielt wie mit diesem Ansatz, den wir jetzt hatten. Das habe ich noch nie gehört. Es wird meistens auch einfach schön gespielt. Aber wenn man in die Intervalle schaut und in den Zusammenhang, ist das sehr dramatisch. Und wie ich dann auch in dem Film sagte, könnte man sich eigentlich wundern, wie das ein Blockflötenkonzert, das geht doch nicht. Was soll die jetzt spielen? Wenn der Bass in der Musik nicht mehr da ist, dann ist die Basis entzogen. Wir sind nicht mehr auf der Grundlage des menschlichen Daseins, sondern bekommen eine höhere Information. Dann spielt meistens die Bratsche Continuo eine Oktave höher. Das findet hier auch nicht statt, die ist auch noch weg. Das heißt, wir sind in ganz hohen Gefilden, wo nur noch hohe Geistwesen die Solostimme begleiten, die sowieso ein hohes Wesen ist, also auch eine höhere Inspirationsquelle hat als tiefere Soloinstrumente. Und jetzt haben wir ein hohes Instrument, was quasi Traumvisionen darstellt und dazu eine ganz abstrakte, aber trotzdem beseelte, schöne Begleitung, die ganz gleichmäßig dazugeht. Und wenn man vergleicht zum Beispiel Vivaldis Konzert La Notte, dann findet man ganz viele dieser Parameter dort, wo er in der Überschrift schon schreibt, das heißt die Nacht. Und woher nimmt man die Information, dass es sich um unterschiedliche Wesen handelt? Das ist ein hierarchisches Denken, wo der Bass sozusagen die allgemeine Information ist, die ganze Gesellschaft oder alle betrifft. Damit werden Grunddinge ausgedrückt. Ein Bass spielt nicht individuell, sondern allgemeingültig. Die oberste Stimme ist eine ganz persönliche Aussage, die in der Idee einer Pyramide, die zum Himmel geht, sozusagen von oben vom Himmel inspiriert ist. Und die Bratsche zum Beispiel wird sehr oft symbolisch als Schutzengelsphäre, als die höheren Begleiter des Basses, die sozusagen oft schon auf einer höheren Ebene ist, dass die drei oberen Stimmen im Sinn der Trinität oder der neuen Engelshierarchien eine eigene Wirkung haben. Das können wir nicht für alle Musik so festmachen, aber bei einer Musik, die einen theologischen oder inspirierten Inhalt hat, ist dazu sehr vieles zu zeigen an Bildern, Beschreibungen und Inhalten von Musik mit Text. Von den Tonarten jetzt zu den Intervallen, gibt es bestimmte Intervalle, die eine gezielte Aussage auch beinhalten? Ich denke jetzt an die Diskussion bereits des 17. Jahrhunderts, wo Intervalle ja im Zusammenhang mit der Figurenlehre eine ganz wesentliche Rolle spielen. Die Intervalle sagen am meisten von Ton zu Ton, was zwischen Menschen auch stattfindet. Wenn ich hier spiele, pam, ich bin bei mir und jetzt gehe ich pam, eine Oktave höher, dann bin ich schon in einem völlig anderen Zustand. Dadurch, dass ich aber nicht die Treppe stufenweise hochgehe und ich muss alle Stufen mit einem Schritt nehmen, ist das eine ganz schön heftige Aufgabe. Und Bachs Schüler Kirnberger sagt, das braucht Mut und Freude. Man muss motiviert sein und auch mutig sein, um das zu schaffen. Das ist spannend. Wir haben nur, jedenfalls habe ich in meinem gesamten Forscherleben nie andere Quellen gefunden, als nur bei Kirnberger, der als einziger die seelische Qualität der Intervalle beschreibt. Und das geht wohl auf Johann Sebastian Bach zurück. Kann man was sagen zur Quinte? Zur Quinte, die hat ähnliche Qualitäten wie die Oktave, ist aber ein bisschen mehr so aufmachend. Die geht mehr zur Seite und öffnet das Herz, ist ein Symbol für den Heiligen Geist auch, der inspiriert. Während die Oktave mehr eine Inkarnation ist, wenn sozusagen der Gott sich halbiert und dann eine Oktave höher kommt und dann entsteht der Sohn, dann haben wir plötzlich eine kommunikative Begegnungsform. Und die Engel sind dann in der Hierarchie nochmal eine Oktave höher. Das wird dann viel höher, von der Mathematik her viel kleiner. Die Wesen werden immer geringer. Und in dem achten Oberton, wenn dann die Oktave der Oktave der Oktave kommt, dann sind wir schon im Nachtodlichen, in der damaligen Symbolik, die vom Werkmeister beschrieben worden ist. Und die Quinte ist bei ihm der Heilige Geist oder das Intervall ist die Bewegung des Heiligen Geistes. Die Quarte ist dann die Bewegung vom Heiligen Geist zu den Engeln, die große Terz von den Engeln zu den Menschen, die kleine Terz von den Menschen zur höheren Weisheit,
Die Natursertibe wird als ein Kreuz beschrieben, durch das man gehen muss, um dann in den achten Oberton zu kommen. Das sind tiefe theologische Weisheiten und Erkenntnisse, die damals, glaube ich, viel mehr präsent waren. Die ganze Zeit ist eine Sprache in Bildern und nicht so sehr in intellektuellen Gedankengebäuden. Aber da fragt sich ja natürlich auch noch, was ist denn mit dem Tritonus? Der Tritonus hat zwei Qualitäten. Er ist einerseits die absolute Mitte einer Oktave, das ist ja eigentlich was Schönes. Und wenn wir eine Saite in der Mitte teilen, dann kommen wir zu einer Oktave und haben sozusagen den gleichen Ton eine Etage höher, wo dann Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das klingt harmonisch total zusammen. Gehen wir in die Mitte einer Oktave, dann ist das eine mathematische, technische Vermittlung und die führt zu einem schrecklichen Intervall. Vielleicht spiele ich das kurz. Wenn ich jetzt diese Oktave haben, dann oder das ist ziemlich schrecklich, ne? Das sind drei Ganztöne, das ist wieder sozusagen fast eine Trinität von Ganztonschritten, die in oder das ist beides das gleiche Intervall mitten in der Oktave. Im Mittelalter hat man gesagt, dass der Diabolus in Musica, der genau in die Mitte geht und die Mitte besetzt, die eigentlich der Ort der Begegnung und der Mitteilung ist. Ne? Und dass er quasi da hineingeht, genau da, wo es sich lohnt. Und gleichzeitig wird dem Tritonus eine aufbauende und eine zerstörerische Kraft zugeordnet, die auch in den kosmologischen Bildern, wo man den Menschen mit dem Universum in Beziehung setzt, dass sozusagen unsere Geschlechtsorgane genau in der Mitte sind und die haben das Potenzial zur absoluten Zerstörung und zur größten Liebe. Und das ist dann wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Der Tritonus ist ein unglaublich brauchbares Intervall in der Musik. Das steht dann etwas fürchterlich. Man kann da Furcht haben, aber wenn man die Furcht überwindet, kann man damit sehr tolle, qualitätsvolle Aussagen finden. Meine letzte Frage ist, was macht man, wenn man unterschiedliche Intervallstrukturen hat, beispielsweise in der Bassgruppe einerseits und im Soloinstrument? Muss man das übereinander kriegen, damit es eine neue Einheit gibt? Oder geht es darum, dass die jeweils eigenen Qualitäten zur Geltung kommen müssen? Es gibt Musiken, die mehr so synchron das Gleiche machen. Aber bei großen Komponisten wie Bach und ich schätze auch Vivaldi, sind einfach die Ebenen völlig andere. Also ein Intervall im Bass ist dann mehr eine allgemeine Aussage. Und wenn eine Oberstimme das spielt, ist es total individuell und persönlich. Persönlich heißt auch als Wort sind personare hindurchgeklungen, durch mich als Mensch hindurchgeklungen. Da kommt etwas anderes, als wenn ich sage, ein Tritonus ist pam, pam. Wenn ich das Oberstimme pam, pam, da kommt eine ganz andere Emotion. Der Bass hat keine Emotionen zu vertreten, sondern er hat sie zu begleiten wie ein Therapeut, der sagt, ja, komm, wir gehen hier weiter, jetzt reicht's mal, wir machen eine Kadenz, jetzt hör mal auf und jetzt bringen wir eine neue Harmonie und du kannst in einer anderen Ebene versuchen, weiter zu beschreiben.